die Pause und bietet mir die Gelegenheit, wieder an der Autobahn einmal zu filmen. Die denken auch, ich bin voll Touri, weil ich glaube, ich bin die einzig Blonde hier. Alle dunkel. Richtig schön. Gebetswaschung kann man da auch vollziehen natürlich. Das müssen doch diese Flüssiggasdinger sein, oder nicht? Also ich nehme das jedenfalls mal an, dass das Flüssiggas ist. Schön, ne? Aber heiß. Wir haben 12:30 Uhr, volle Mittagssonne. Ja Leute, also ich kann euch nur raten, mal ein bisschen aus Alanya rauszugehen und ein bisschen nach Richtung Mersin zu fahren. Die Russen wissen schon, was schön ist. Ja? Die gehen alle weg aus Alanya und kommen Richtung Mersin. Nicht zu Unrecht, würde ich mal sagen, oder? Guckt euch das mal an. Die haben hier tatsächlich überall Flüssiggas, ne? Also, siehst du? Scheint wohl der Hitze dann stand zu halten, würde ich mal sagen. Vielleicht haben die ihren Strombetrieb mit Flüssiggas, keine Ahnung, ne? Oder es ist eben wahrscheinlich vielleicht sogar der Ersatz, wenn mal Strom ausfällt. Wow, richtig, richtig schön. Überall die Buchten, ne? Überall, egal wo du lang fährst hier. Richtig schön. Romantisch, aber heiß. Vor allen Dingen der Sand ist ja noch mal richtiger Sand, ne? Und keine Steine. Feiner Sand, aber nicht zu fein. Also zu fein mag ich auch nicht. Wir trinken jetzt hier in dem Restaurant einen Kaffee. Kann man ja gut machen hier. Ja, darf ich auch mal abreißen? Die ist aber nett, die Katze, die lässt sie, ne? Wir sind jetzt hier mal reingegangen, weil man muss sich das hier selber nehmen. Das ist wie so eine Art Buffet aufgebaut. Was eigentlich ganz praktisch ist, weil türkische Gerichte. Lecker aus. Das sieht alles sehr lecker aus. So sieht das hier aus. Wenn die Fenster ein bisschen schöner wären, könnte man direkt aufs Meer gucken. Aber die sind nicht ganz so schön, die Fenster. Die sind so matsch, ne? So. Oder dreckig, ich weiß nicht. Ist schon sehr schön. Wir haben jetzt so einen Teller Baklava geholt und 3 türkische Kaffees. Sag mal, was ist denn da? Hm? Ich hätte auch Babys. Guck mal, die Zitzen sind ganz dick. Der sieht ja auch putzig aus. Diese Rassen immer alle, ne? Wahnsinn. Das ist hier mal so ein Hundeleckerli, den werde ich immer geben. Hundefutter haben wir nicht, aber vielleicht frisst er das ja.
stinkt aber nicht lecker hier, ne? Mal gucken. Ja? Der hat einen Knochen, den isst er natürlich lieber als das. Da, guck mal da. Guck mal da, guck. Guck da. Ja, da, guck mal. Da. Guck mal. Da. Der schmeckt auch lecker, guck mal. Da. Ja. Willst du den nicht? Warum nicht? Lieber den Knochen. Lieber den Knochen. Hey. Frisst du auch gleich, ne? Ja. Erstmal das Wetter. Ja, isst das mal. Isst das auch. Das schmeckt lecker. Ja? Oh Gott, du Armer. Ja. Nee, das will er nicht. Das kennt er nicht wahrscheinlich, so ein Leckerli. Am Hund. Oder da sind noch mehr Knochen, die will er erstmal alle essen. Naja, wir verlassen jetzt dieses schöne Plätzchen hier. Und Hund möchte gar nicht mehr. Schade eigentlich.
So, wir sind jetzt hier in so einer Art Museum, das heißt Jannet Meridian, also eine Paradies-Treppe. Also ich weiß nicht genau, was das genau zu bedeuten hat, müssen wir mal sehen. Wir wollten eigentlich in eine Höhle, wo man auch die Krankheit Asthma bekämpfen kann mit. Die ist aber geschlossen, leider. Deswegen sind wir eigentlich hierher gekommen. Aber die ist für 70 Tage geschlossen, leider. Hier in der Nähe von Mersin. Für meinen Husten vielleicht wäre das ganz gut gewesen. Leider haben die nicht auf. Jetzt gehen wir die Jannet-Treppe, also die Paradiestreppe, nach oben, nicht nach unten. Denn die Hölle zur Hölle wäre unten und die ist geschlossen, glaube ich. Naja, gucken wir mal. So ganz bin ich noch nicht durchgestiegen. Mal gucken. So sieht das jetzt hier so aus. Es geht wohl darum, dass Zeus den Teufel eingesperrt hat. Aber warum man jetzt die Treppen zur Hölle und zum Paradies hoch und runter laufen muss, habe ich jetzt noch nicht so genau kapiert. Ich hatte jetzt auch nicht so Bock, mir das alles durchzulesen, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Aber das können wir ja nachher in Ruhe machen. Das ist nämlich hier mega heiß. Ich habe meine Mütze im Auto gelassen. Ich hätte die mal mitnehmen. Es ist 3 Uhr. Ja. Deswegen haben wir ganz schnell einmal gesagt, shut up, Prince, der Weinprinz. Muss man alles durchlesen, ne? Aber wie gesagt, ich habe gerade den Kopf auf der Sonne, beziehungsweise die Sonne auf dem Kopf, den Kopf auf der Sonne, ja. Wir steigen jetzt, soweit ich weiß, das Paradies nach oben. Schauen wir mal. Ja, also wir wollten eigentlich hier hin. Moment, ihr seid total dreckig. Wir wollten eigentlich hierher, weil wir in die Höhle wollten, die bekannt dafür sein soll, dass sie Asthmakranke heilt. Deswegen auch Asthma-Marase. Aber die hat, wie gesagt, geschlossen, gerade weil sie restauriert wird. Und da haben wir gedacht, dann steigen wir wenigstens die Treppe zum Paradies nach oben. Ja, wir haben eine Museumskarte gekauft. Oh, mein Sohn und ich haben dafür bezahlt 120 Taler, zusammen also 60 Taler pro Person. Damit können wir dann die Museen überall in der Türkei besichtigen. Ja, schauen wir mal, ne? Heiß. Ich zeige euch jetzt die Höhle im Moment. So. Das ist sie also hier. Oh mein Gott. Tja, das ist beeindruckend, ne? Da kann man dann runter mit dem Fahrstuhl. Moment, da kann man mit dem Fahrstuhl runterfahren in die Hölle. Sehr interessant. In den Fahrstuhl steigen, ich weiß ja nicht. Guck mal. Das ist wohl umgekehrt, haben wir jetzt gerade gelesen, dass das nämlich nach unten das Paradies ist und nach oben in die Hölle führt. Aber wir sind uns echt unsicher, ob wir in diesen unheimlichen Fahrstuhl steigen wollen. Und eher dazu geneigt, das nicht zu tun. Aber jetzt gehen wir erstmal die Hölle hoch. Wenn ich kein Internet nachher habe, Leute, dann, ich habe schon wieder so viel aufgenommen, dann kann ich die nächsten Tage gar nicht mehr aufnehmen, weil dann kann ich das nicht hochladen, das ist mein Handy bestimmt voll bald. Schön, ne? Das Meer ist ja doch immer noch das Schönste. Ja, aber das soll sozusagen der Fahrstuhl ins Paradies sein. Und wir gehen jetzt die Treppen zur Hölle hoch. So. Also wir gucken jetzt mal einmal, da wurde der Drache eingesperrt und das heißt, wir müssen dann da mal drauf treten. Also es ist rutschig, ein bisschen mit La. Also ich trete jetzt mal drauf. Da war der Drache hier in dieser Höhle und wir laufen jetzt quasi auf Glas. Ich vertraue ja auch nicht immer so, aber oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, oh, muss mein Handy richtig festhalten. Oh, Mama, schwindelig, ja, hier gerade. Ja, das sind auch noch Bäume da unten alles, ne? Oh,
Warte mal, lass mal. Ja. Richtig unheimlich. Ja. Oha. Da war der, da hat Zeus also den Drachen eingesperrt. Na, und das ist hier jetzt auch nicht so. Also wir gehen mal lieber wieder runter. Ja, also ich finde das also eigentlich nicht beängstigend, aber was ich beängstigend finde, ist, dass man ja nicht weiß, ob das auch alles hält, ne? Also ansonsten, da steigen dann wohl auch Leute immer runter. Guck mal, die haben da so Dinger da, vielleicht um da irgendwie was zu pflegen oder was. Da sind ja so Haken in der Wand, ne? Da sind so Haken in der Wand. Das wackelt. Wackelt? Ach, du wackelst. Nein, das Ding wackelt. Echt? Ja. Ich glaube, du wackelst. Komm da lieber weg. Komm da weg. Die Höhle, schon beeindruckend. Ich hoffe, ihr habt das auch alles gesehen. Das ist schon echt beeindruckend, ne? Man darf das Handy nicht runterfallen lassen. Ah, Wahnsinn. Ja. Jetzt gehen wir runter, dann gucken wir mal, ob wir auch ins Paradies runtergehen. Fahrspiele und so, ich bin da nicht so. Aber gut, wenn das alle machen, warum nicht, ne? Schauen wir mal. So, Treppe wieder runter. Ich habe übrigens diese Schuhe an, Moment. Von meiner Schwiegertochter, die habe ich inzwischen gut eingelaufen und die tun meinen Füßen nicht mehr weh. Und die sind auch bequem und dann stinken auch die Füße nicht, weil wenn man so billige Dinge anzieht, dann stinken echt die Füße richtig furchtbar bei der Hitze. Und das machen die nicht, zum Glück. So, und jetzt wollen wir uns ins Paradies runterfahren lassen. Theoretisch müsste man doch da auch eine Treppe, aber da ist gar keine Treppe. So alte Ausgrabung. Also Zeus hat seinen Drachen da ja ganz schön gut hinunterwerfen können und einketten können, wenn es denn stimmt. So, wenn ihr wollt, könnt ihr das ja screenshotten und einmal durchlesen. Ich habe keine Lust dazu. Tja, Charles wird dich sehr gut. Wir sind ein Kaffee. Self-Service. 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 Ascenseur. Soll ich nicht? Also es steht eine Warnung dran, dass Menschen, die herzkrank sind oder nicht so gut Luft bekommen, da nicht runtergehen sollen, weil es unten wohl mit der Luft nicht ganz so gut ist und wahrscheinlich auch der Elevator nicht ganz ungefährlich dann ist für solche Menschen und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich da runter soll. So ohne Mandel natürlich. Aber. Ja, normal, das ist nicht. Ich weiß ja nicht. Ja. Ja, Heidi. Heidi. Gucken wir mal. Ich esse nicht Schröder. Oh, wow, wow. Oha, Dimme. Oha, Dimme. Annie, du machst das auch nicht so gerne, sowas eigentlich. Ja, das geht. Ja, geht immer. Aber guck mal, die Treppen sind auch nicht so lang, ne? Wollen wir über die Treppen gehen? Da gehen die Treppen lang. Ja, so lang sind die aber nicht. Wir können dann. Ja, aber wenn du dann nicht mehr kannst, musst du wieder zurück. Ich bin so zu sitzen, ja? Ja. Fühlen Sie. Oha. So sieht das dann hier aus. Tja. Ja. Ja. Auf geht's. Du musst hier mit der Treppe runter, runtergehen und kannst nur mit dem Fahrstuhl wieder rauffahren. Das Problem ist aber, ja, weiß ich nicht, muss man unten dann drücken, weil, keine Ahnung, also es ist uns jetzt alles ein bisschen suspekt. Ja, nee, man muss also auf jeden Fall mit der Treppe runtergehen und dann mit dem Fahrstuhl wieder hoch. Ja, anders geht's nicht. Genau, und das weiß ich nicht, ob wir da Lust haben jetzt. Ich habe jetzt ein Magnum-Eis genommen. Mein Sohn will das Flash-Eis.